Hallo, ich bin Elisabeth vom Blog Elizabeth Green und ich nehme euch heute so ein bisschen mit zu Calde bei. Und herzlich willkommen hier in unserer Caldeweihe Iconic World. Schön, dass ihr heute dabei seid zum Thema nachhaltig bauen, nachhaltig ein Bad planen. Ich bin Edith van Delden, ich arbeite im Marketing bei Caldeweihe und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich Elisabeth vom Nachhaltigkeitsblog Elizabeth Green. Elisabeth hat selbst vor einiger Zeit in der Nähe von Berlin ein Haus gebaut und die ganze Reise von der Inspiration bis zum fertigen Haus gerade selber erlebt. Und wir hören uns heute mal an, was sie zu erzählen hat. Hallo Elisabeth, schön, dass du heute da bist und uns mitnimmst auf die Reise bis zum Traumhaus. Bevor wir einsteigen, erzähl doch gerne ein bisschen was über dich. Hallo Edith, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Sehr gerne sage ich nochmal ein paar Worte zu mir. Also ich bin Mitte 30 und selbstständig mit meinem Blog Elizabeth Green, auf dem sich alles um Nachhaltigkeit dreht. Und ja, inzwischen bin ich stolze Besitzerin eines Eigenheims am Stadtrand von Berlin und sehr happy damit. Du beschäftigst dich auf deinem Blog Elizabeth Green ja den ganzen Tag im Grunde mit Nachhaltigkeit. Erzähl doch gerne mal, wie kam es dazu und was sind so deine Hauptthemen? Also tatsächlich habe ich meinen Blog schon vor fast 10 Jahren ins Leben gerufen und zwar damals als Hobby. 2013 war das und da hat sich auch fast ausschließlich alles um Naturkosmetik gedreht. Einfach weil ich selber von konventioneller Kosmetik auf Naturkosmetik umgestiegen bin. Und ich habe einfach ja damals selber nach Informationen und Produktempfehlungen gesucht, aber tatsächlich kaum was gefunden im Internet. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mach's doch einfach selber und habe dann meinen Blog gestartet. Und das lief tatsächlich auch sehr gut. Habe mir da relativ schnell eine Community aufgebaut und habe mich dann 2015 damit selbstständig gemacht, weil ich da, wie gesagt, einfach so eine Lücke gesehen habe und auch ja einfach gesehen habe, dass der Bedarf da ist und, wie gesagt, mich selber auch austauschen wollte. Genau. Und nach und nach habe ich dann mein Themenspektrum, sage ich mal, noch ein bisschen erweitert. Also alles, was mich so in meinem Alltag bewegt und begleitet hat, habe ich dann auch versucht, auf dem Blog einfließen zu lassen. Ich habe zum Beispiel im Bioladen eingekauft und versucht, mich gesünder zu ernähren. Habe dann irgendwann nur noch faire Mode gekauft, wenn ich was neu gekauft habe. Versucht, im Alltag Plastik zu reduzieren. Und so habe ich einfach immer mehr Themen aufgegriffen. Als ich dann Mutter wurde, haben auch die Themen rund um Kinder und rund um Kind und Familie eine große Rolle gespielt. Und auch da habe ich dann versucht, meiner Community Tipps rund um Nachhaltigkeit zu geben. Und jetzt schlussendlich rund ums Thema Hausbau, was ja jetzt so der neueste große Meilenstein war in meinem Leben, habe ich auch erste Themen rund um Nachhaltigkeit veröffentlicht. Und da wird auch auf jeden Fall noch einiges kommen. Also hat dich der Blog eigentlich das gesamte Leben schon fast begleitet. Auf jeden Fall, da habe ich meine Community auf jeden Fall auf meinem Weg mitgenommen. Erzähl uns gerne mal ein bisschen über den Bauprozess. Viele stehen ja erstmal vor so einem riesigen Berg und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Wie seid ihr vorgegangen? Genau, also am Anfang waren natürlich wirklich so ein paar grundlegende Dinge zu klären. Was will man wirklich selber machen? Wie wird man bauen? Will man alles ja selber in die Hand nehmen, selber organisieren? Und für uns war da relativ schnell klar, dass wir eher auf eine fertigere Lösung setzen, sage ich mal, also kein Fertighaus. Wir wollten schon Stein auf Stein bauen, sage ich mal, ein Massivhaus sollte es werden. Aber für uns war von vornherein eigentlich klar, dass wir nicht alles selber in die Hand nehmen, selber alles planen und organisieren, weil das einfach, ja, ich sag mal, da haben wir einfach selber nicht so die Expertise und man muss ja auch eine gewisse Zeit mitbringen und auch irgendwie Lust und Muße, sage ich mal. Und das habe ich einfach nicht gesehen bei uns. Deswegen haben wir uns da entschieden, über einen Immobilienmakler mit einem Bauträger zusammenzuarbeiten, was auch sehr gut geklappt hat. Und wir hätten quasi eine fertige Lösung so erwerben können, hatten aber zum Glück auch noch einiges an Mitspracherecht. Und so ist wirklich eine sehr schöne Lösung, glaube ich, für uns entstanden. Genau. Ja, ihr habt ganz viele Nachhaltigkeitsaspekte in den Hausbau mit einfließen lassen. Was mich noch interessieren würde, was bedeutet denn Nachhaltigkeit in Bezug zu den Unternehmen, mit denen ihr dann zusammengearbeitet habt, finde ich? Ja, also Nachhaltigkeit ist da natürlich wirklich ein
weit gespannter Begriff, aber gerade bei den Unternehmen war mir persönlich wichtig, einfach mal zu gucken, wer sitzt vielleicht auch in Deutschland oder in der Region, welche lokalen Unternehmen kann man unterstützen, einfach um, ja, wie gesagt, schon Transportwege so kurz wie möglich zu halten, aber auch faire Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Genau, das war mir auf jeden Fall sehr viel wert und sehr wichtig. Gibt es irgendwelche Standards, nach denen ihr euch konkret gerichtet habt? Also unser Haus ist an sich sehr nachhaltig. Wir haben Energieeffizienzklasse A+. Und für den KfW-Standard hätte einfach unser Keller nochmal anders gedämmt sein müssen. Deswegen haben wir den nicht. Lass uns mal gemeinsam in den Raum springen, der für uns natürlich am spannendsten ist, der vielen aber vielleicht erstmal ein bisschen knifflig in der Planung vorkommt, nämlich das Badezimmer. Was waren denn hier eure Ideen und Wünsche? Ja, vielleicht sage ich einfach nochmal wirklich was zu den einzelnen Bädern. Also wir haben versucht, die auch sehr konträr und besonders zu gestalten, aber jetzt auch nicht zu ausgefallen. Also wir wollten zum Beispiel das eine Bad sehr als ja, Wohlfühloase mit Badewanne, mit hellen Fliesen, hellem Holz, genau, so als wirklich als Home-Spa-Wohlfühl-Badezimmer. Und das andere Bad sollte wirklich so das Kontrastprogramm werden. Da haben wir uns tatsächlich auch für schwarze Waschbecken, schwarze Dusche in Matt entschieden, was ich wirklich cool finde. Also es ist wirklich so das Kontrastprogramm geworden. Und ja, das war dann wirklich auch eine Überraschung, eine positive Überraschung, das alles unter einem Dach zu finden bei Caldeway. Also wirklich auch als Traditionsunternehmen da einfach so eine Vielfalt und coole, moderne Produkte und auch verschiedene Farben wirklich anzubieten, war echt super. Also und wir sind auch sehr happy mit dem Ergebnis. Ja, wir finden es auch sehr schön, dass ihr da bei uns gelandet seid. Kanntest du das Material Stahlemail denn vorher? Tatsächlich war mir das vorher noch kein Begriff. Für mich war nur von vornherein klar, dass es keine Acrylbadewanne zum Beispiel werden soll, weil ich da einfach persönlich schlechte Erfahrungen mitgemacht habe und war dann echt froh, dieses Material oder ja, diese Philosophie bei Caldeway gefunden zu haben. Hast du vielleicht noch mal so eine kleine Checkliste für uns? Wie bist du genau vorgegangen von der Inspiration bis zum fertigen Bad? Genau, du sagst es selber, Inspiration stand auf jeden Fall an erster Stelle. Also ich habe wirklich am Anfang Pinterest durchsucht und Instagram und habe tatsächlich in der Zeit auch einen eigenen Instagram-Account zu dem Thema Hausbau ins Leben gerufen, einfach um mich da nochmal mehr zu inspirieren zu lassen, mich auch mit dieser Community auszutauschen und wirklich zu gucken, was machen andere. Und ja, da gibt es natürlich wirklich super viel und viel Inspiration ist tatsächlich auch nicht immer besser, weil man natürlich sieht, was es alles gibt, aber ich habe mir dann auch relativ schnell klar gemacht, so, was es auf jeden Fall nicht werden soll und ja, habe da so meine Ordner und meine Struktur, sage ich mal, gefunden, was ich schön finde, was mir gefällt und habe dann ja, nach den Online-Recherchen tatsächlich auch diverse Badausstellungen, Baumärkte, Fliesenmärkte, so das ganze Programm, die ganzen Offline-Geschäfte, sage ich mal, besucht, um auch wirklich vor Ort mal so einen Eindruck zu bekommen. Auch mit Fachpersonal gesprochen, tatsächlich vor Ort, weil mir persönlich ja auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig war. Da habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass das Thema Nachhaltigkeit noch gar nicht so eine große Rolle spielt bei Bädern, sage ich mal. Also es gibt natürlich einige ausgewählte Hersteller, aber es ist auf jeden Fall nicht an der Tagesordnung. Genau, und dann ja, haben wir so nach und nach unsere Wunschprodukte ausgewählt, auch noch mit dem Installateur natürlich gesprochen, ob alles soweit möglich ist, aber da bietet ihr ja auch sehr tolle, vielfältige Lösungen, sage ich mal, die Sachen auch wirklich unkompliziert einbauen zu können. Genau, und am Ende ging es dann los mit dem Einbau. Ja, vielleicht kannst du ja auch einfach nochmal sagen, was du für einen Eindruck hast, so als Fachfrau, welche Rolle Nachhaltigkeit im Bereich Bad überhaupt spielt. Also ja, glücklicherweise echt eine immer größere. Also wir merken das ganz deutlich, dass einfach der Endkunde an sich immer interessierter ist und halt, wie du das auch gemacht hast, ne, selber das einfordert, das Thema richtig. Sei es jetzt in den Ausstellungen, beim Installateur, natürlich auch bei den Herstellern. Und das freut uns natürlich ungemein. Und ja, wir sind da, konnten immer schon wirklich gute Produkte zum Thema Nachhaltigkeit anbieten. Also unsere Produkte sind ja wirklich sehr langlebig, wie du auch gesagt hast, da geht so schnell nichts kaputt. Die Sonne ist kein Problem, wenn die direkt drauf scheint. Wenn was reinfällt, ist das kein Problem. Also unsere Produkte sind wirklich, wirklich sehr robust. Und was eben auch das besonders Schöne ist, am Ende dieses sehr langen Lebens eben auch komplett kreislauffähig. Also aus einer Badewanne kann wieder eine Badewanne werden, was ja bei anderen Materialien einfach nicht der Fall ist. Was jetzt nochmal einen Schub gegeben hat, auch uns,
Wir müssen uns natürlich immer wieder challengen und neue Wege gehen, ist, dass wir jetzt auch beim Stahl selber als erster Hersteller, zum Beispiel jetzt von ThyssenKrupp, CO2-reduzierten Stahl bezogen haben. Also wirklich Stahl, der schon einen 70% niedrigeren CO2-Fußabdruck hat. Und damit werden unsere Produkte dann natürlich auch einfach noch nachhaltiger. Und das ist jetzt ganz neu. Das ist erstmal eine Limited Edition. Die heißt Nature Protect. Und ja, da sind jetzt die ersten Anfragen da. Wir freuen uns total drüber und da gucken wir mal, wie es weitergeht. So, das war unser Erfahrungsbericht über das nachhaltige Bauen mit Elisabeth von Elizabeth Green. Danke, dass ihr da wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen.